Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe heute für euch ein Lego Creator Set mitgebracht, und zwar das 3-in-1 Set, die 31129, den majestätischen Tiger mit dem kleinen Panda und auch einem Koi, den man daraus bauen könnte. Dieses Lego Creator Set hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 50 Euro. Und momentan kann man es gebraucht für 20 bis 30 Euro bekommen. Ihr seht es, denke ich, schon an der Verpackung. Ich habe es auch gebraucht gekauft und nicht neu. Dementsprechend ist das eine Kauft-Gebraucht-Review. Ich fand diesen majestätischen Tiger schon die ganze Zeit spannend, habe das letzte Mal leider ein eher schlechtes Lego-Set gebaut und habe deshalb gedacht, ich habe von diesem majestätischen Tiger schon viel Gutes gehört und ich hoffe, dass dieses Set mir dementsprechend auch wieder mehr zusagt und ich wieder Spaß mit so einem Lego-Set haben kann. Ansonsten sehen wir auf der Verpackung nicht so allzu viel Spannendes. Nur auf der Rückseite nochmal, dass der Tiger auch in verschiedenen Posen hingestellt werden kann, dass man eben die Gelenke einstellen kann. Und dann noch ein anderes Bild vom Koi und nochmal eine andere Sicht auf den Panda. Aber ich würde sagen, spannender als diese Verpackung sind natürlich auch erstmal noch die Anleitungen. Anleitungen ja, weil es sind drei an der Zahl. Zu jeder Variante ist auch wirklich die Anleitung gedruckt dabei. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Die dickste Anleitung ist natürlich vom majestätischen Tiger. Und dann haben wir noch die zwei kleineren Anleitungen zum Koi und eben zum Panda. Und die Anleitung vom majestätischen Tiger schauen wir uns mal stellvertretend für alle an. Das ist natürlich wieder hochwertig gemacht in so einer Heftform. Natürlich wird auch hier nichts ausgegraut, sondern alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und wir haben auf die ca. 750 Teile über 350 Bauschritte zusammengezählt mit diesen kleinen Bauschritten hier auf 127 Seiten. Da sieht man, dass hier auf jeden Fall wieder sehr viel kleinschrittig gebaut wird in der Anleitung. Dann habe ich hier nochmal die Teileliste für euch. Ihr könnt euch das Video an der Stelle gerne nochmal anhalten, wenn euch das Ganze interessieren sollte. Aber das Allerwichtigste sind natürlich die Steine. Die wären eigentlich in Bauabschnittstüten unterteilt gewesen. Es sind vier Bauabschnitte an der Zahl. Das fällt natürlich jetzt bei diesem gebrauchten Set weg. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal wieder nach 76 Bauschritten und damit dem ersten Bauabschnitt. Wir sind wirklich schon gut vorangekommen und gerade von den charakteristischen Streifen haben wir schon einiges gebaut. Ich finde, wir haben hier eine schöne Grundform getroffen. Das sieht bisher auch wirklich vielversprechend aus. Und gerade diese Schrägen haben wir dadurch hinbekommen, dass wir hier drin zwei Kugelgelenke haben und das dann zusammenstecken. Der innere Anblick ist dann aber doch wieder wirklich grausam. Also das hat man lieber schnell wieder zugemacht. Die Farben gehen meiner Meinung nach mal wieder gar nicht. Ich meine, das Rot und das Blau als Orientierungshilfe verstehe ich diesmal auch. Aber auch wenn die pinken Teile natürlich gerade für den Fisch gut verwendet werden können, finde ich, hätten die im Tiger nicht viel verloren. Natürlich haben wir auch hier noch weitere Kugelgelenkaufnahmen schon reingebaut, an denen dann am Ende der Schwanz und die Beine befestigt werden können. Und bis hierhin hat der Bau zumindest von den Bautechniken auch schon viel Spaß gemacht. Das Coolste, finde ich, was mir auch den Bau bisher wirklich versüßt hat, sind diese Streifen hier. Denn das hier oben sind Prints, keine Sticker, und das hier sind keine Prints. Jetzt könnte man denken, oh je, keine Prints, da hat Lego wieder gespart und da sind Sticker drauf. Aber dann müssten das schon sehr gute Sticker sein, denkt ihr euch wahrscheinlich. Aber keines stimmt davon, denn dass wir das so einzeln gebaut haben und auf der Seite gebaut haben mit den zwei Kugelgelenken, hat den Grund, dass diese Streifen wirklich aus Einzelteilen gebaut sind. Und diese Symbiose von aus Einzelteilen gebauten Streifen und den bedruckten Teilen sieht richtig, richtig gut aus. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und dementsprechend baue ich jetzt weiter und wir sehen uns nach dem zweiten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder nach 252 Bauschritten, denn ich habe mal den zweiten Bauabschnitt rausgelassen, den brauchte ich euch jetzt nicht einzeln zeigen. Da wurde nur dieser Vorderteil mit den Vorderbeinen gebaut und die Hinterbeine und das Hinterteil sind grundlegend sehr ähnlich. Deshalb habe ich gedacht, ich zeige es euch gleich mal dann komplett. Er steht auf den Beinen relativ stabil, also man muss schon aufpassen, wie man ihn hinstellt, aber das ist auch völlig logisch. Ich bin mal gespannt, wie es dann noch mit dem Schwanz und dem Kopf aussehen wird. Und die Beine, genauso wie der vordere Teil, sind
sehr frei beweglich. Auch der hintere Teil ist sehr frei beweglich. Zu der Blume dort hinten sage ich jetzt mal nicht viel. Und auch an den Beinen haben wir eine Art Kniegelenke. Und auch den Fuß können wir gut einstellen. Auch wenn wir natürlich die Beine jeweils zweimal bauen, ist es auf jeden Fall nie langweilig geworden. Hier sind immer ein paar schöne Bautechniken dabei gewesen. Dementsprechend hatte ich auch bis hierhin damit viel Spaß. Ich finde es nur schade, dass hier unten zum Beispiel schon die ersten Farben rausscheinen. Dasselbe bei den Beinen. Man sieht hier immer mal eine Farbe rausschimmern, die eigentlich nichts dort zu suchen hätte. Ich baue jetzt auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Tiger wieder. Und damit ist er auch fertig, der majestätische Tiger. Ein Set, über das wirklich viel gesprochen wurde. Es hat so ein paar Spitznamen bekommen. Mein Lieblingsspitzname ist ja von Brick Story das Set mit dem Ausgang. Ich habe auch seinen Kanal in der Beschreibung nochmal verlinkt. Und ich hatte im Großen und Ganzen wirklich viel Spaß mit diesem Set. Cool ist wirklich, dass wir den eben in sehr vielen Posen hinstellen können. Wir können den Kopf bewegen, können das Maul öffnen und schließen, können den Vorderkörper bewegen, können die Beine sehr frei einstellen, auch anwinkeln zum Beispiel. Wir können alles hinten ab der Hüfte frei bewegen und auch hier die Beine in verschiedene Stellungen bringen. Genauso wie man den Schwanz wegen diesen ganzen Balljoints hier auch frei einstellen kann. Was mir an den Balljoints aber nicht gefällt, ist die Farbe. Warum müssen die dunkelgrau sein? Wir haben bei Avatar schon drüber geredet, dass solche unpassenden Farben nervig sind. Und auch in diesem Set von 2022 im majestätischen Tiger hat man leider solche Stellen. Was mir gar nicht gefällt, auch wieder Richtung Thema Farben. Wenn man hier so mal mit Verstand reinguckt, sieht man überall ein bisschen pink, ein bisschen rot, ein bisschen blau, ein bisschen beige. Und welche Farbe auch immer durchglitzern, das gefällt mir nicht. Das Pink sehe ich noch ein, weil es ja beim Koi dann verwendet wird. Aber da hätte man auch nicht geizen müssen. Da hätte man auch nochmal die Steine in der richtigen Farbe reinlegen können. Und ich bin ja keineswegs generell gegen Farbkodierungen. Gerade im Hauptkörper fand ich die Farbkodierung nicht fehl am Platz. Ich hätte es natürlich auch ohne geschafft, das zu bauen, aber es hat es auf jeden Fall sehr erleichtert, um da den Überblick zu verlieren, an welcher Seite man gerade werkelt. Wenn man dann aber dort eine Farbkodierung reinbringt, warum muss es denn dann ein Blau und ein Rot sein? Hätte es nicht auch ein Beige und ein Grau zum Beispiel getan, dann hätte das auf jeden Fall sehr viel besser gewirkt und wäre unauffälliger gewesen. Und bei diesem Set finde ich es umso schade, wenn überall irgendeine Farbe durchscheint, weil es sonst meiner Meinung nach wirklich ein wunderschönes Set ist. Gerade diese Teile hier, die dran sind, um ein Fell darzustellen, finde ich passen super gut dazu. Dieses Zusammenspiel von Bautechniken und Drucken hat mir super gefallen, das habe ich auch schon im Zwischenbauschritt gesagt. Und es ist einfach ein super stimmiges Set. Wir haben viel Bewegung in dem Set, können es in tollen Posen darstellen. Und natürlich haben wir dann kleine Lücken dazwischen, die stören jetzt aber nicht so sehr. Umso trauriger finde ich es dann, wenn so zweifelhafte Farbentscheidungen getroffen werden und das sind vielleicht 10 Teile, die das dann vermiesen. Dann legt doch das Ganze nochmal im richtigen Farbton bei und das würde es nochmal super aufwerten. Und über die Balljoints, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Das ist einfach mit nichts außer dem Spardrang zu erklären. Zu dem Tiger dazu haben wir dann noch dieses kleine Bächlein, finde ich sehr schön gebaut, ist ein schönes Deko-Teil und wirkt auch ohne den Tiger richtig gut. Das könnte man als einzelnes Deko-Teil verwenden und gerade weil hier noch ein kleiner Vogel dabei ist, bekommt das bei mir große Bonuspunkte. Der Vogel ist sehr einfach gebaut, sieht aber dann auch gut aus. Genauso wie der Rest, sehr schön um die Teile, die vielleicht beim Koi-Karpfen sinnvoller sind als beim Tiger, trotzdem nochmal hier sehr gut einzusetzen. Alles in allem haben wir hier wirklich ein tolles Set. Es steht gut, wir können viele Posen damit einnehmen. Dazu packe ich euch natürlich nochmal 1-2 Bilder rein. Und der größte Kritikpunkt sind die Farben. Das kann man verkraften, ist natürlich aber trotzdem schade, wenn wir hier über eine UVP von 50 Euro reden für 700 Teile. Da erwarte ich es eben doch, dass man auf solche Details noch achtet. Trotzdem, wie gesagt, ein tolles Set, hat sehr viel Spaß im Bau gemacht. Das Ergebnis gefällt mir gut. Und dementsprechend gibt es dazu auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung und ich finde zumindest auf den ersten Blick auch den kleinen Fuchs und den Koi-Karpfen wirklich niedlich. Da werden aber sehr viel weniger Teile als beim Tiger verbaut, das ist ja so üblich bei den Creator 3-in-1 Sets. Aber dieser Tiger aus Hauptset ist viel mehr wert als seine
Diskussion über den Ausgang und damit auch, wenn ihr es für einen guten Preis bekommt, eine klare Kaufempfehlung. Man bekommt ihn ja neu um die 35 Euro und dann kann man auf jeden Fall hier mal zuschlagen, wenn einem so ein beweglicher Tiger auch mal als Dekoobjekt oder auch als Spielzeug gefällt. Denn als Spielzeug taugt das Ganze auch. Es ist relativ stabil. Man muss natürlich gucken, welche Pose man einnimmt, dass er dann eben nicht in sich zusammenbricht. Aber ihr seht schon, man kann hier auch mal dran wackeln. Der steht wirklich recht stabil. Wenn euch natürlich dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.